Hallo, liebe Kinder. Und willkommen zu einer kleinen neuen Idee, die ich hatte, die wir vielleicht mal machen könnten. Es ist, ja, eine kleine Erklärung, eine kleine Analyse meines aktuellen PB-Runs von Crash 1. 46.3 dauerte der ganze Spaß. Das Ganze ist so ein bisschen, ja, eine Art Pilotprojekt, ob man das vielleicht bei anderen Runs, wo es mehr zu erklären gibt, an Skips und so, ob sich das irgendwie ausspielt. Es ist so ein bisschen Reaction-mäßig gemacht, das heißt, ich gehe hier in mein Video rein, mache es bestenfalls stumm, mache dann hier Play und Pause, wenn ich irgendwas erklären will. Alles jetzt nicht mit großem Editing und so, sondern eher einfach eine kleine Erklärung. Das Ganze ist auch kein Tutorial. In der Position befinde ich mich definitiv nicht. Dafür ist Skill- und Kenntnislevel definitiv noch zu weit unten. Es ist einfach gedacht für die Leute, die ja hier zugucken in den Streams und sich fragen, was macht der komische Mann da? Das als kleine Einleitung. Allgemein zum Run lässt sich sagen, er ist relativ in Ordnung. Ich bin mit der Zeit recht zufrieden. Er ist weit entfernt von perfekt. Aber ja, die ersten auch lustigeren Tricks funktionieren, oder ich habe sie zumindest versucht und sie haben nicht funktioniert, und deshalb kann ich dann erklären, warum es nicht geklappt hat. Allgemein muss man zu diesem Spiel sagen, es ist sehr cycle, oder ich sage immer als Germanist, zyklenbasiert. Das bedeutet, gewisse Hindernisse, gewisse Gegner haben immer das gleiche Movement-Pattern. Ja, bewegen sich immer gleich, im gleichen Takt. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es zwei verschiedene Arten von Zyklen gibt. Das eine sind die globalen Zyklen. Das bedeutet, dass ein Gegner anfängt, auf seinem Weg nach links, nach rechts, nach links, nach rechts die ganze Zeit zu laufen, sobald ich das Level betrete. Das gibt es. Gilt, wie gesagt, für Gegner wie für Hindernisse. Und es gibt lokale Zyklen, deren Start erst ist, wenn ich an einem bestimmten Punkt im Level angekommen bin, der sich eben in relativer Nähe zum entsprechenden Hindernis befindet. Das bedeutet gerade in Bezug auf globale Zyklen und in einem kleineren Maßstab dann auch bei den lokalen Zyklen, ist es notwendig, immer die gleiche Pace aufrechtzuerhalten. Bedeutet, wenn ich an einer Stelle ein ganz kleines bisschen langsamer bin und es vielleicht, ja, keine Ahnung, eine halbe Sekunde eigentlich nur an der Stelle, ja, mehr dauert, länger dauert, kann es sein, dass diese halbe Sekunde an einer anderen Stelle dazu führt, dass ich zu spät bin, einen anderen Zyklus zu treffen, der mich dann wieder um mehrere Sekunden zurückwirft, weil ich eben, ja, keine Ahnung, die Plattform, die sich bewegende, ist gerade leider abgefahren vor einer halben Sekunde und kommt erst in 3 Sekunden wieder zurück. Das, wie gesagt, bei globalen Zyklen bedeutet, dass du musst das ganze Level durchziehen und am Anfang des Levels kannst du halt das Ende schon verkackt haben. Bei lokalen Zyklen ist das Ganze eben im kleineren Rahmen. Das zum Verständnis dahingehend. Es bedeutet auch, dass wenn ich an der einen Stelle einen Tick schneller bin, dass es vielleicht sogar sein kann, dass es mir gar nichts bringt, weil ja irgendwo anders mich ein Zyklus deshalb wieder aufhält, weil ich zu früh da bin und warten muss. Dementsprechend der Timesave vom Anfang ja, sich wieder ausgleicht durch einen Timeloss, weil ich ja, nicht schnell genug bin, um einen kompletten Zyklus an späterer Stelle zu skippen. Diese Logik lässt sich auf alle Spiele übertragen, wo diese Mechanismen greifen. Von daher
Ja, werdet ihr das auch in anderen Runs hören. Bei Crash ist es aber sehr zentral. Und ich bin sehr schlecht, Zyklen zu treffen. Das ist noch nicht unbedingt meine Stärke. Aber gehen wir in den Run rein. Es geht mit einem Level los, das eigentlich, da ist nicht viel zu sagen. Cutscenes werden natürlich übersprungen, aus zeitlichen Gründen. Ihr seht, es wird loadless getimed. Die Ladescreens sind relativ lang und unterscheiden sich relativ stark zwischen den einzelnen Plattformen und auch zwischen einzelnen PCs. Deshalb rechnet LiveSplit das Timing-Programm die direkt raus. Ihr habt hier gesehen und werdet es hier auch sehen, man kann Gegner in Kisten reinschleudern, die diese dann automatisch zerstören. Das ist an vielen Stellen relativ praktisch, weil man möglichst viele, aber nicht alle Kisten zerstören möchte. Dazu gleich mehr. Jetzt sehen wir hier diese Triple Mask Form. Funktional vergleichbar mit dem Stern aus Super Mario. Es gibt diese Masken-Power-Ups, diese Maskenkisten. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir eine Maske. Das ist sozusagen ja dann wiederum vergleichbar mit den Pilzen aus Mario, wenn man so möchte, nur dass die sich eben stacken. Also man kann zwei normale Masken haben. Wenn man die dritte aufnimmt, hat man diesen Sterneffekt, der für eine gewisse Zeit reicht. Und dann fällt man sozusagen wieder auf zwei Masken zurück. Die Masken übertragen sich von Level zu Level. Das bedeutet, nachdem in Insanity Beach eigentlich nicht zu viel zu erklären war, ist es jetzt ein bisschen anders. Wir können hier direkt mit einer Triple Mask starten, weil wir eben schon zwei aus dem vorherigen Level mitgenommen haben. Deshalb möchte man wirklich aufpassen, nur an den Stellen Masken zu verlieren, wo man das möchte. An einigen Stellen kann das Zeit sparen, sozusagen eine Maske zu opfern, um einem Zyklus beizukommen. So, erste Sache, die ich erklären muss. Hier habe ich jetzt einen Augenblick gewartet, um eine weitere Triple Mask zu bekommen. Hätte ich diese Maskenkiste in Triple Mask Form zerstört, wäre ich sozusagen einfach weitergelaufen mit der verbleibenden Zeit der Triple Mask, die ich schon hatte. Also das stackt nicht, deshalb muss ich hier einen Augenblick warten. Weil wir uns aber auch schneller bewegen mit der Maske, gleicht sich das aus, dass ich hier kurz warte, bis die erste Triple Mask weg ist, dann die zweite Triple Mask mir hole. So, wichtig ist zu beachten, dass ich nicht nur aus einfachen Time-Safe-Reasons, sondern auch um spätere Zyklen zu bekommen, hier vorne stehe und von vorne praktisch diese Maske mir schnappe. So, weil hier muss ich jetzt auch immer die Innenkurve nehmen, kurze Sprünge machen, möglichst schnell durchs Level rennen, um an späterer Stelle die Triple Mask noch zu haben, um einen Zyklus skippen zu können. Und zwar den mit den beiden Steinplatten hier. Meine Strategie hier ist, das ist nicht die beste Strategie, aber rechts sozusagen vorbeizuspringen, weil ich die Maske mit der Geschwindigkeit, die ich in der Regel habe, hier praktisch verliere in dem Moment, wo ich schon an dieser ersten Steinplatte vorbei bin, aber auch noch auf Höhe der zweiten Steinplatte bin. Bedeutet, würde ich hier hinten springen, würde ich Gefahr laufen, von der zweiten Steinplatte noch getroffen zu werden. Wenn ich hier bin, ist die schon weg. So, mit der Triple Mask kann ich eben durch die Steinplatten durchphasen. Sobald ich die verliere, kann ich natürlich eine weitere Maske verlieren dabei. Ich würde nicht sterben, aber da ich im nächsten Level gerne mit zwei Masken starten würde, ist das durchaus relevant. Ansonsten ist es hier halt auswendig lernen, wo sind die Steinplatten zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, welche Line muss ich durch das Level nehmen, um den Steinplatten auszuweichen. Ne? Wenn ich immer die gleiche Geschwindigkeit habe, zyklenbasiert, sind die Steinplatten immer an der gleichen Stelle. Das heißt, ich kann das auswendig lernen. Wenn ich ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer bin, muss ich anfangen zu denken. Und wenn man anfängt zu denken,
geht's meistens schief. So, bei diesen Sprungplattformen ist wichtig zu wissen, man kann die Sprungtaste gedrückt halten, um sich höher bouncen zu lassen. Das steht hier, das steht hier links. Will man in dem Moment aber nicht machen, weil es natürlich ein Time-Loss ist, wenn man mehr in der Luft schwebt. Diese Bounce-Kisten kann man ohne A gedrückt zu halten alle erreichen. Damit hat man eine kürzere Flugzeit und kommt schneller vorwärts. So, die ersten drei Level bestehen halt wirklich aus Triple Mask. Hier der Trick, den finde ich ganz lustig, sozusagen über die obere Metallkiste zu springen, ist kein allzu schweres Timing und spart einen Augenblick Zeit, weil man nicht warten muss, bis die obere Metallkiste so weit hochgebounced ist, dass man zwischen der Bounce-Kiste und der Metallkiste durchlatschen kann. Ein kleiner Timesave macht Spaß. Da geht's auch viel drum, nicht? Also, dass wenn solche kleinen Tricks funktionieren und alles ein bisschen flüssiger wird, ist es halt schon befriedigend. So, das ist, man fühlt sich sehr mächtig. Ansonsten ist es halt wirklich straightforward. Hier sehen wir bei diesen Sliding-Stellen, die abschüssig sind. Wenn man da drauf spinnt, ist man ein bisschen schneller, als wenn man nur läuft. Und deshalb mache ich das an der Stelle. Dieses Stachelviech hier, wenn man schnell genug ist, kann man das überspringen. Und wenn man den Sprung darüber gut genug timet, das spart dann hier so einen Zyklus. Spart so 1,5 Sekunden. Kriege ich in aller Regel nicht hin. Das ist eher Glückssache, wenn das klappt. Aber das ist auch... Es funktioniert auch nicht so gut. Da bin ich nicht der Einzige, bei weitem nicht. Boulders. Bei Boulders verlieren wir jetzt alle unsere Masken. Deshalb konnte ich da am Ende bei einem der letzten Stacheln auch ohne Probleme eine Maske opfern, um den Zyklus zu skippen. Die Logik dahinter ist glaube ich, einleuchtend. Hätten wir hier eine Maske, könnten wir uns ja theoretisch von dem Felsbrocken treffen lassen, den an uns vorbeiziehen lassen. Und dadurch diesen Druck, das, was das Level eigentlich will, dass wir uns schnell bewegen, auch im normalen Playthrough, der würde halt verschwinden. So, deshalb nimmt das Level die hier alle Masken. So, es fällt auf, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich habe zwei Kisten geskippt, aber ich versuche alle Kisten zu zerstören, außer eine normalerweise. Die Kisten, die hier auf der Strecke liegen, und vom Felsen zerstört werden, gelten auch am Ende des Levels als zerstört. Würde man alle Kisten zerstören, bekäme man an dieser Stelle, wo hier gerade eben noch dieses Hologramm der Kiste war, würde sich das Hologramm in einen Edelstein verwandeln. Diesen Edelstein kann man aufnehmen. Ist für das 100% Ende nachher relevant im Spiel. Bedeutet aber, dass wir in diesem Screen eine sehr lange Animation hätten, wo er uns zeigt, wow, guck mal, ich habe den Edelstein bekommen. Und das kostet viel Zeit. Gleichzeitig sehen wir hier Kisten auf seinen Kopf trümmern. Und zwar alle Kisten, die wir in dem vorherigen Level verloren haben. Jede Kiste braucht ungefähr 0,15 Sekunden. Das bedeutet, der beste Fall ist, wir haben nur eine Box verloren. Oder vergessen im Level, um diese Cutscene möglichst kurz zu halten. Wenn wir alle Boxen haben und den Edelstein nicht einsammeln, kommt auch eine Cutscene, die weitaus kürzer ist als die Cutscene, wenn wir den Edelstein aufsammeln würden, aber ein bisschen länger als diese Kisten-Cutscene. Deshalb, wenn ihr in diesem Level alle bis auf eine Kiste mitnehmt, seid ihr gut dabei. Bedeutet, dass jede Kiste, die ich mitnehmen kann,
die mich weniger als 0,15 Sekunden im Run aufhält, sollte ich mitnehmen, weil sie eben in diesem Screen Zeit spart. So, hier, wenn wir diesen ersten Abschnitt bis zu diesem Punkt schnell sind, wobei diese Blätter lokale Zyklen sind, also es ist eher so das letzte bisschen. Wenn wir hier schnell genug sind, müssen wir den Zyklus des Blattes nicht abwarten, weil wir denn über das Blatt mit einem gut getimten Sprung hier auf den Baumstamm hüpfen können. Das ist ein Trick, der ein bisschen Übung braucht. Natürlich, jeder Trick braucht irgendwie so ein bisschen Übung. Hier übrigens wieder ein Gegner in Stapel Kisten geschleudert. Das sind 3 Kisten, bedeutet 0,45 Sekunden sparen wir dadurch. Natürlich brauchen diese Tricks Übung. Sie sind aber sehr, verhältnismäßig simpel. Man kommt der Sache relativ gut bei. Gerade bei diesen kleinen Tricks, wenn ihr wirklich einen eigenen Run machen wollt, beißt euch nicht die Zähne aus an irgendwelchen großen Sachen. Und diese kleinen Sachen, wenn die funktionieren, das ist schon ziemlich cool. Und das fühlt sich auch gut an, sowas hinzubekommen. Also so blöd es klingt, wenn es halt das erste Mal in einem Run klappt, so ein paar Sekunden durch so einen simplen Trick rauszuhauen, das ist trotzdem, es ist Gold wert. So, Papu, wir können ihm noch bevor er das erste Mal mit seiner Keule auf den Boden gehauen hat, auf den Kopf springen. Ansonsten wollen wir praktisch immer in dem Moment, wo seine Keule den Boden berührt, existiert seine Hitbox. Und dann wollen wir ihm auf den Kopf springen. In just diesem Moment, um Zeit zu sparen. Wenn er hinüber ist, warten wir, bis er auf dem Boden liegt, damit er uns nicht mehr hitten kann. Dann ist seine Hitbox praktisch weg. Springen in die Mitte, damit Crash schneller auf seinen Bauch bouncen kann, um aus dem Level wieder rauszugehen. Das ist... Würde er halt am anderen Ende des Raumes stehen, dann müsste er erstmal eine ganze Ecke hinspringen auf Papus Bauch. Würde ein wenig Zeit kosten. So, wir gehen in dieses Level rein mit einer Maske. Und wollen diese Maske behalten. Problem hier verliere ich eine, weil ich schlechtes Timing hatte, weil ich zu langsam war, um diese Line durchzuführen. So, ansonsten ist es halt dieser Anfang immer ein Zickzack, um wirklich an keiner Stelle zu warten. Bei diesen Steinplatten. Zusätzlich habe ich hier jetzt 8 Kisten, wäre ich auf eine TNT-Kiste gesprungen und nicht auf eine normale Kiste, hätte ich alle 9 Kisten zerstören können. Jetzt habe ich nur die eine, auf der ich gelandet bin, zerstört. Kostet natürlich auch wieder Zeit. So. Da hier in diesem Level die Frage ist, nicht wie viele, sondern an welcher Stelle ich die Triple Mask bekomme, wenn ich nur eine Maske verliere, ist das nicht so schlimm. Ich bekomme jetzt hier die Triple Mask statt ein bisschen vorher. Sind natürlich andere Zyklen, auf die man sich dann einstellen muss. Es kostet auch ein bisschen Zeit, anders wäre es idealer gewesen, aber es ist kein Weltuntergang. Ja, also das lief nicht perfekt. Aber gut genug dann. Ja. Das ist das Problem mit den Rolling Stones. Ihr seht, 2,5 Sekunden davon war letzten Endes ja auch viel Zeit durch die Kisten, die ich nicht bekommen habe, verloren gegangen. Hogwild ist ein Autorunner. Bedeutet, dass wir in Hogwild letzten Endes nicht so viel Zeit gewinnen oder verlieren können.
Die einzige Taktik ist, dass wir ein bisschen springen. Wenn wir springen, ist es generell eine ganz, ganz gut schnelle Sache. Und das zweite ist, wenn wir die Sprünge richtig timen, überspringen wir sogar diese Landeanimation des Wildschweins. Das hat man gerade eben schon einmal gesehen am Ende, ganz am Ende des Levels sieht man das. Das sieht dann ein bisschen weird aus, weil die Animation ein bisschen glitscht, ist aber ein bisschen schneller, weil ich mehr Sprünge in kürzerer Zeit hintereinander schalten kann. So, dass Sprünge generell schneller sind als normal zu laufen, das gilt überall im Spiel. Auch außerhalb der Wildschwein-Level. Und das gilt besonders, das sieht man hier, wenn wir Steigung haben. Egal, ob die Steigung nach oben oder unten geht. Hier sieht man diese Doppelsprünge. Und generell möchte man daher im gesamten Spiel, wenn man nicht gerade eine Triple Mask hat, dann gilt das nicht. Aber wenn man keine Triple Mask hat, möchte man durchgehend springen. Und den meisten Nutzen hat man eben, wenn es gerade eine Steigung gibt. Native Fortress ist zyklenmäßig ein Pain in the Ass. Und hier gibt es verschiedene Taktiken, welche Masken man auch aufsammelt und welche Masken man vielleicht einfach links liegen lässt. Das hat mit dem nächsten Bosskampf zu tun, weil wir sozusagen hier schon anfangen, Masken dafür zu sammeln. So, dieser erste Teil, der muss schnell sein, damit wir hier noch rechtzeitig unter diesem Stachelding wegkommen und nicht getroffen werden. Damit den Stachelzyklus, den Flammenzyklus und den Stachelzyklus skippen können. Es ist erstaunlich tight, aber wenn es funktioniert, spart es eben wirklich einiges an Zeit. Das Ganze könnte man beschleunigen dadurch, dass man bei den Bouncy-Bouncy-Sachen am Anfang das Timing herausfindet, wie lange man den Sprungknopf gedrückt halten muss, um gerade eben noch auf die andere Bouncing Crate zu kommen. Ich kann nämlich dieses Hochboosten, indem ich den Sprungknopf gedrückt halte, kann ich auch abbrechen. Und damit sehr genau einstellen, wie hoch ich denn springe. Das würde durch die geringere Flugzeit ein bisschen Zeit sparen. Ich persönlich reize es aber bis zum Maximum aus, weil dieses Timing mir ein wenig zu kritisch ist. Dadurch können wir dann die Schildkröte in die Maskenbox da am Anfang schleudern und dadurch wieder Zeit sparen. So. Nichtsdestotrotz, hier mit einem richtigen Timing kann man über diese Fackel springen. Die Hitbox ist gerade niedrig genug, als dass es richtig funktioniert, wenn man an der Spitze der Parabel ist. Außerdem, die Fackeln sind länger da als die Hitbox der Fackeln. Das heißt, auch wenn die Fackel noch leuchtet, kann es schon sein, dass es gefahrlos möglich ist, darauf zu landen. Und hier auch, gerade das ganze Level geht letzten Endes darum, dass du die richtige Geschwindigkeit hast. So, hier habe ich Damage Abuse gemacht, habe mich natürlich von diesem Stachelding treffen lassen, um dann auch unter diesem Kistenstapel, ne, die TNT-Kiste mit zu zerstören während der Invincibility Frames, die ich nach einem Maskenverlust habe. Und habe damit praktisch dieses und das vorherige Hindernis und letzten Endes auch dieses hier geskippt. So. Man sieht, wenngleich auch hier unten noch ein bisschen mehr Perfektion reingeht, das spart schon sehr viel Zeit. So, diese Maske muss man nicht mitnehmen, mache ich aber. Das Problem ist, dadurch, dass man diese Maske mitnimmt, kann es in den allermeisten Fällen sein, wie auch jetzt, dass wir nicht den perfekten Zyklus für diesen oberen Teil des Levels finden. Ansonsten müsste ich hier nicht stehen bleiben, sondern könnte über alle drei Fackeln gleichzeitig springen. Und ich müsste denn an diesen Stellen überall nicht stehen bleiben. Wo ich könnte wirklich mit, glaube ich, einer einzigen Ausnahme diesen oberen Teil komplett durchlaufen, ohne warten zu müssen. So, Trick bei diesen Fackeln, wenn man spinnt, während man drauf landet, wird man von denen nicht hochgebounced. Ansonsten boosten sie einen hoch wie diese Bouncing Crates.
Das ist absolut notwendig, wenn man drei Fackeln auf einmal überspringen möchte. Wenn man sich von den Fackeln hochbouncen lässt, schafft man in einem Zyklus maximal zwei Stück zu überspringen. So, und hier schaffe ich es eben, alle drei hintereinander mitzunehmen. Ihr seht, hätte ich den Zyklus doch trotz der Maske, die ich eingesammelt habe, bekommen, hätte mir das nochmal 5 Sekunden gespart. Das wäre möglich gewesen. Ist aber egal. So. Generell gilt halt, Hochbouncen ist super langsam. Und in den meisten Fällen kann ich es eben mit einem Spin abbrechen, dass ich hochgebounced werde. Das Timing ist auch nicht schwierig. Und bei diesen Fackeln ist es absolut elementar. So, dadurch, dass ich die Maske jetzt eingesammelt habe im vorherigen Level, habe ich jetzt 2 Masken. Dieses Level ist wirklich straightforward. Es ist einfach springen, ein bisschen abschätzen zu können, wann ab welchem Moment kann ich gefahrlos auf diese lilanen Pflanzen hüpfen. Das hat man aber mit der Zeit raus. Und dadurch, dass man da ein kleines Tickchen schneller ist, ist denn der ein oder andere Zyklus gerade von diesen lilanen Pflanzen untereinander ein bisschen praktischer liegend. Die Zeitverluste und Gewinne sind aber nicht so riesig in diesem Level. Das ist relativ straightforward. So, jetzt gleich aber Ripper Roo. Wir werden bei Ripper Roo mit 2 Masken reingehen. Wir könnten theoretisch beide Masken nutzen, um den Bossfight schneller zu machen. Der amtierende Weltrekordhalter geht aktuell die Taktik, die eine Maske in Native Fortress eben zu überspringen, um da die besseren Zyklen zu bekommen. Dementsprechend hier die Maske in diesem Level aufzusammeln und zu Ripper Roo mit einer Maske reinzugehen und keine davon zu nutzen, damit er mit einer Maske in das Folgelevel starten kann. Wir wollen auch mit einer Maske in das Folgelevel starten, nutzen aber jetzt bei Ripper Roo eine. Das ist für Ripper Roo die etwas schnellere Taktik. Das macht die 5 Sekunden, die wir in Native Fortress verloren haben, aber nicht wett. Plus noch mehr Zeit möglicherweise. Von daher ist meine Taktik langsamer, aber ein bisschen safer. So, Ripper Roo. Ansonsten funktionieren hier diese TNT-Crates. Funktionieren wie normale. Ne? Man springt drauf, sie haben einen kleinen Countdown und dann explodieren sie. Die sollen neben Ripper Roo explodieren, um ihn zu hitten. Sobald der Countdown läuft, bewegen sich die Kisten nicht weiter. Ansonsten bleibt die Kiste hier halt kurz stehen, dann schwimmt sie weiter hierhin, bleibt kurz stehen, schwimmt weiter hierhin. Sobald der Countdown läuft, schwimmt sie nicht mehr weiter. Wir wollen jetzt, um den ersten Hitpoint abzuziehen, wollen wir auf die Kiste in dem Moment springen, wo sie gerade eben den Weg hier runter gestartet hat. Damit sie trotz Counter noch runterschwimmt und im absolut richtigen Zeitpunkt explodiert. Dieses Zeitfenster ist sehr eng, weil man dieses Zeitfenster mit Ripper Roos Sprungmuster in Einklang bringen muss. Und ihr werdet sehen, dass es wirklich also mehr oder weniger der letztmögliche Moment ist, wo wir Ripper Roo mit diesem TNT eben hitten. Das, woran ich mich immer orientiere, sobald Ripper Roo hier unten landet, das ist der Moment, wo wir auf die TNT-Kiste draufspringen. Das als Taktik. So. Und da haben wir gesehen, jetzt spinnen wir gegen das TNT und hüpfen praktisch mehr oder weniger sofort auf die TNT-Kiste da hinten, um Ripper Roo zu treffen. So, durch dieses Spinning haben wir natürlich ein bisschen, ne, wir haben diese Countdown-Zeit des TNTs übersprungen und die Zeit, die Ripper Roo für sein Sprungmuster dann noch gebraucht hätte. Das Ganze könnten wir in diesem letzten Zyklus auch nochmal machen, spart da weniger Zeit. Ist aber möglich. Ich möchte allerdings, wie gesagt, mit einer Maske in dieses Level starten, um mit
nachher auch zwei Masken in das darauffolgende Level zu starten. Das ist... Man muss sich das da gut merken. Ihr seht, die Maske da hinten habe ich nicht eingesammelt. Das war bewusst. Und ist eben der Grund, weshalb ich eine Maske hier mitnehmen würde. Wenn man eben die Maske bei Ripper Roo noch mit einsetzt, müsste man eben die Maske da hinten sich schnappen. Und das würde wieder ein paar Zyklen durcheinander bringen. Und das ist nicht so cool. Von daher ist das schon die Taktik, die ich hier fahren möchte. Hier oben sieht man mit diesem Schatten, der da war, da hat sich eine Maske versteckt. Das heißt, ich habe jetzt zwei Stück. Die Fledermäuse, die könnte man besser skippen. Das würde gehen. Ich bin Schisser, weil die Fledermäuse mir schon sehr viele Runs zerstört haben. So, stopp. Deshalb spinne ich immer die Fledermäuse eher sicher weg und warte ein bisschen länger ab. Das kostet viel Zeit, ist aber unglaublich safer. Okay, hier. Dieser Aufstieg. Wenn wir schnell genug sind, können wir diesen ersten Zyklus gerade eben so kriegen. Das heißt, kurz hier drauf springen, dann da drauf und wir können diesen Aufstieg schaffen. Mit Glück könnte man diese erste von diesen Moving Platforms erreichen, haben wir jetzt nicht geschafft. Deshalb nehmen wir uns die zweite mit, machen die Kiste kaputt. Springen hier von der einen zur anderen zur Ausrufezeichenkiste. Jetzt könnte man sich fragen, warum will er diese Ausrufezeichenkiste mitnehmen? Wir möchten in diesem Level alle Kisten zerstören, weil wir einen Edelstein bekommen, der uns später ermöglicht, ein gesamtes Level zu überspringen. Dabei dürfen wir nicht sterben. In Bonusleveln dürfen wir sterben. Es gibt hier ein Brio und ein Torna-Bonuslevel, da ist es okay. Wenn wir im Hauptlevel sterben, bekommen wir den Edelstein nicht, auch wenn wir alle Kisten zerstören. Das ist die Besonderheit der farbigen Edelsteine in Crash 1. So. Und ansonsten würde man halt theoretisch von hier oben da unten drauf springen und dann hier wieder den Zyklus mitnehmen und so. Dauert alles viel zu lange, deshalb hier alles wieder sehr eng vom Sprungmuster. Jetzt geht gleich eine Sache leider schief. Ich opfere eine Maske, um sozusagen statt so, so, so und diese Schiebezyklen abzuwarten, will ich halt in einem Schiebezyklus von hier nach da springen, über die Fackel und dabei eine Maske aufbrauchen. Mein Timing war scheiße. Deshalb hat das nicht geklappt. Hätte ein bisschen Zeit sparen können, hat es nicht, hat eine Maske gekostet, das ist ärgerlich. Aber sozusagen diese eine Maske weniger, die ist nicht das Problem, weil die wäre sowieso weniger. Hier hinten, man kann den Sprung zum Bonuslevel in einem Rutsch schaffen. Man kann dabei sich aber auch ganz übel abmaulen, deshalb versuche ich da hinten diese, ja, Plattform so ein bisschen auszunutzen und aus einem Sprung zwei zu machen, um das Ganze ein bisschen sicherer zu gestalten. So, hier ist bei den Nitro, also Brio, Nitrous Brio heißt er ja, bei den Bonusleveln hat immer viel mit TNT und so zu tun. Das heißt, wir müssen hier das richtige Timing finden, um sofort beim ersten Sprung hier rüber die erste normale Kiste zu zerstören. Wir können nämlich nur zwei Kisten hochspringen. Dann im nächsten Moment hier oben die Kiste zu schreddern, um rechtzeitig von diesen TNT-Kisten wegzukommen, um nicht zu sterben und eben auch schnell vorwärts zu kommen. So, die TNT-Kisten, wenn sie nah genug an normalen Kisten dran sind, zerstören sie die mit. Im Gegensatz zum klassischen Crash 1 müssen wir halt in den Bonusleveln alle Kisten zerstören, um den Edelstein zu bekommen. Das war im originalen Crash 1 meines Wissens nicht so. So. Hier, dieser Zyklus, den kriegt man meistens. Man sieht, mein Weg zwischen dem Bonuslevel und diesem Punkt war nicht der schnellste. Ist aber, ja, ist relativ wichtig, dass man den bekommt, weil die kombinierten Zyklen praktisch von diesen drei Hindernissen, bis der wieder an der Stelle ist, wo du da irgendwie vernünftig durchstratzen kannst, das braucht ewig.
Ihr seht, wir lassen uns praktisch hier von dem vorderen dieser Felsen so ein bisschen rausdrücken, um hier so einen Bogen zu springen in diesen Safe Space. Und das ermöglicht uns eben durch den Rest dieses Hindernisses einfach durchzulatschen. So, weil der Zyklus halt dann sehr praktisch liegt. Das Torna-Bonus-Level ist ohne Frage das Schwierigste an diesem Level für mich. Theoretisch, und das gucken wir uns noch mal ein bisschen näher an, weil das doch recht interessant ist, denke ich. Wenn ich mich hier ein bisschen runterfallen lasse, aber nur so viel, dass ich trotzdem noch springen kann, dabei spinne, kann ich 2 oder 3 Kisten schon zerstören. Ohne Bounce, Bounce, Bounce. Das kostet Zeit. Theoretisch könnte ich, wenn ich im richtigen Moment lande, springe und spinne, bei der Landung auf jeder Kiste die beiden Kisten links und rechts davon mit zerstören. Das ist sehr, sehr schwierig, das mache ich deshalb nicht. Hier funktioniert auch diese erste Taktik nicht. Die habe ich verkackt. Shit happens. So, das mit auf den Kisten landen, um sie dann zu spinnen, funktioniert, wie ihr hier seht. Dass ich praktisch ohne zurückgebounced zu werden, auf diesen Mehrfachsprungkisten lande. Das funktioniert da sehr easy. Und deshalb mache ich diese Taktik, dass ich die alle wegspinne, weil ich ansonsten halt viel zu oft auf die Kisten hier alle springen müsste. Da funktioniert das, da ist es easy. Bei den Normalkisten, da springe ich einfach drüber. Weil das ist dermaßen kompliziert, die Sprünge und die Spins auf den normalen Kisten zu schaffen, um da die Zeit zu sparen. Da stürzte nur ab und dann war's das. So, die beiden Kisten hier im Hintergrund zerstören sich praktischerweise von selbst. Der grüne Edelstein taucht übrigens auch auf, bevor seine Hitbox da ist. Das bedeutet, wir müssen einen kleinen Augenblick warten, um den Edelstein auch wirklich aufzunehmen. Wenn wir einfach nur so volle Geschwindigkeit durchstratzen und ins Ziel springen, nehmen wir den Edelstein nicht auf und alles ist verloren. Alles ist verloren ist übrigens ein gutes Stichwort für Temple Ruins. Temple Ruins lief nämlich sehr, sehr schlecht in diesem Run. Hier kann man an vielen Stellen theoretisch Kurven abkürzen. Ne? Das würde beispielsweise hier diesen Zyklus mit den hoch- und runterfahrenden Säulen ein bisschen praktischer gestalten, wenn wir vorher ein paar Ecken abkürzen und dadurch schneller werden. Das sind Sachen, die ich mich noch nicht getraut habe. Das ist sicherlich das Nächste, was ich irgendwie mal so in Angriff nehmen muss. Was ich hier gemacht habe, das könnte ein bisschen verwirrend wirken. Ich bin ein bisschen vorgesprungen, um dann wieder zurückzuspringen. Das liegt daran, dass hier der Trigger für den lokalen Zyklus ist, der diese Fackel steuert. Und wenn wir diesen Zyklus etwas früher starten, während wir hier sowieso auf diese Fackel warten müssen, können wir hier hinten uns eine Wartezeit ersparen. So, ich muss hier deshalb nicht jetzt nicht warten. So. Bei diesen Säulen, die sich drehen, da kann man sich die Muster ganz gut merken. Hier Triple Mask Form bringt ein bisschen Geschwindigkeit. Auch hier kann man halt bei diesen sich drehenden Säulen teilweise mache ich da 2 Sprünge, wo man theoretisch mit einem Sprung weiterkommen würde. Dann würde man hier nicht warten müssen, wenn man das ein bisschen schneller gestaltet. Ich bin da zu blöd für. So, jetzt mache ich hier den Fehler. Hier, lass mich das mal zeigen. So, anstatt hier den Weg zu wählen, Sprung, 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 warte ich, bis diese Säule wieder hochkommt. Und das kostet Zeit. Das ist für diesen Moment erstmal nicht schlimm.
Hier wird es aber schlimm, weil ich diesen Zyklus verkacke und sterbe. Und das war uncool. Der Timeloss liegt auf der Hand. Plus, dass ich jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger agiere, damit das eben nicht nochmal passiert. Wenn man die Fledermäuse im richtigen Moment spinnt, kommen diese beiden Felsengeschichten übrigens nicht zusammen. Das spart ein bisschen Zeit. Ja. Und der Run war da eigentlich gefühlt schon vorbei. Und das Schlimme ist, dass wir jetzt eben auch zwei Masken verloren haben, die uns am Anfang von Road to Nowhere die Triple Mask kosten. Das heißt, wir haben nicht nur diese 20 Sekunden in diesem Level verloren, wir verlieren jetzt auch in Road to Nowhere 5 Sekunden, weil wir eben, ja, hier jetzt keine Triple Mask im Anfang haben. Was hier auffällt, es ist ein Trick, den vermutlich sehr viele kennen, über das Seil zu laufen. Und man könnte diesen Trick noch durch zwei Dinge ergänzen. Erstens, man könnte über die blauen abschüssigen Plattformen, die auf der Brücke selber drauf sind, das sind Sliding-Plattformen, da könnte man eben diesen Spin-Trick drauf machen, um ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Die anderthalbte Sache, einfach die Checkpoints ignorieren. Und einfach weiter übers Seil laufen. Die Checkpoints nehme ich aber mit als Absicherung praktisch. Da habe ich immer ein bisschen Schiss. Und die dritte Sache ist, auf dem Seil springen. Ja, wir erinnern uns, Sprünge sind schneller als normales Laufen. Das Problem ist allerdings, dass durch die Sprünge ist unglaublich, und deshalb will ich praktisch auch vom Seil nicht runter, um diese Sliding-Plattform mitzunehmen. Durch die Sprünge ist es unglaublich viel wahrscheinlicher, vom Seil abzurutschen. Grund ist, dass im alten Spiel Crash eine quaderförmige Hitbox hatte. Das heißt, auf dem Seil zu balancieren war ein bisschen leichter, weil er einfach mehr Auflagefläche hatte, wenn man so möchte. Denn im modernen Spiel, da hat er eine pillenförmige Hitbox. Dadurch ist die Auflagefläche kleiner, dadurch ist es leichter abzurutschen. Deshalb muss ich auch manchmal meine Lage ein wenig korrigieren. Durch kleine Sprünge. Die allerdings auch ganz böse in die Hose gehen können. Deshalb ist meine Strategie an der Brücke, better safe than sorry, einfach stehen bleiben beim Laufen praktisch. Ja, was ich damit sagen will, nicht hüpfen. Ja, Boulders Level Nummer 2, Boulder Dash, funktioniert letzten Endes wie alle anderen, wie das eine andere Boulder Level. Easy peasy, straightforward. Übrigens, Fun Fact, das einzige Level, wo ich aus irgendeinem Grund Frame Drops habe in diesem Spiel. Ich weiß nicht wirklich wieso. Es ist bei diesen Leveln, wo man der Kamera entgegenläuft, und das gilt auch für Crash 2 und 3, ist es wichtig, wenn man das runnen möchte, wirklich zu wissen, wann kommt welches Hindernis? Weil man eben nicht so viel Reaktionszeit hat. Man sieht den Abgrund, der einem entgegenkommt, erst recht spät. Deshalb muss man wirklich auswendig kennen, wann muss ich wie springen, wann befindet sich welche sich bewegende Säule an welcher Stelle und so weiter und so weiter. In Boulder Dash bin ich tatsächlich deswegen auch mal gestorben. Einen Tag hatte ich irgendwie, wo ich 2-3 Mal in Boulder Dash verreckt bin, aus absolut unnötigen Gründen. Das war sehr, sehr sad. Es
Sunset Vista ist, ja, geht los damit, dass man hier sehr schnell sein muss, um über die Fackel vor dem ersten Zyklus springen zu können. Und ansonsten ist dieses Level absolut auf Zyklen aus. So, das bedeutet, meine etwas langsamere Taktik hier, übrigens diesen springenden Gecko, wenn er in der Luft ist, könnt ihr ihn spinnen. Wenn er steht, könnt ihr ihn spinnen und dann werdet ihr von ihm weggebounced und stürzt in den Tod. Deshalb, wenn er in der Luft fliegt, wegspinnen, dann muss man nicht auf ihn draufspringen, um ihn zu töten. Und durch diesen Bounce-Effekt verliert man da keine Zeit. Dahingegen ist es eben sinnvoll, auf den ersten Gecko drauf zu bouncen, um nicht zweimal springen zu müssen und den zweiten Gecko dann wegzuschlagen, um hier den Zyklus auch direkt zu erwischen. Wäre ich ein bisschen schneller gewesen, hätte ich sozusagen von Anfang an hier drauf springen können und hätte ein bisschen Zeit gespart. Hätte bedeutet, dass ich auch den hier bekommen würde. Das ist es nämlich, ne? Da war vor diesen ersten sich bewegenden Steinen habe ich ein kleines bisschen Zeit verloren. Dadurch habe ich den ersten Zyklus gerade ebenso nicht gekriegt und dadurch kriege ich den zweiten definitiv nicht. Und so hängen diese Zyklen zusammen und ein kleiner, minimaler Time-Loss hat hier ein bisschen größeren Einfluss gehabt. Hier muss ich mich irgendwie immer entscheiden, an welcher Stelle ich warten möchte. Ob vor den ersten Felsen, die da aus der Wand kommen, oder den zweiten. Geht sicherlich schneller, aber bei mir hat es halt wirklich damit zu tun, wie gut die Pace vorher war, an welcher Stelle ich warte. So, was hier jetzt doof ist, das ist wieder der gleiche Effekt. Und deshalb sage ich, es ist wichtig zu verstehen, um die Probleme des Spiels zu verstehen, wie Zyklen funktionieren. Ich habe gerade ebenso nicht diese Plattform, die hier rumwurschelte, bekommen, weil ich ein Tickchen zu langsam war. Wirklich minimalst. So. Bedeutet, jetzt kommt diese Fackel wieder. Das heißt, auf diese Plattform kann ich schon mal nicht springen. Das heißt, ich habe nicht einen halben Drehzyklus hier verpasst, sondern einen ganzen. Weil die Fackel da ja noch mitgespielt hat. Das ist sehr unangenehm. Ja, hier oben, diesen Checkpoint möchte man überspringen, weil man ansonsten diesen riesigen Zyklus einmal durchlaufen lassen muss, nur um einen Checkpoint zu haben. Das wäre sehr anstrengend. Und wäre ein riesiger Timeloss. Deshalb, das ist irgendwie das allererste, was man sein lässt, sobald einem das auffällt, den Checkpoint mitzunehmen. Was mache ich hier unten jetzt? Hier unten möchte ich mir wieder dieser Schiebezyklen sparen. Das heißt, ich zerstöre die vorderen Kisten. Theoretisch habe ich jetzt nicht geschafft, kostet mich eine Maske. Und springe hier auf die obere Kiste drauf, um von dieser Kiste auf diese Plattform zu kommen, um nicht zu warten, bis diese Plattform sich ausfährt, um von da aus darauf zu springen. Wart eben einen halben dieser Schiebezyklen. Ist ganz witzig. Und dadurch kann ich hier eben über die Fackel und auf die Plattform direkt springen, was da wieder ein wenig mehr Zeit spart, als diesen halben Schiebezyklus als solches. So, auch hier wieder eben ein solcher Zusammenhang. So, im Hintergrund die Maske nehme ich nicht mit, weil sie eben auch hier diesen Zyklus müsste ich dann durchlaufen lassen und das würde wieder exorbitant viel Zeit kosten. Dadurch, dass ich die eine Maske unten eben nicht mitbekommen habe, habe ich hier jetzt keine Triple Mask. Das ist nicht so schlimm. Kostet eigentlich nicht wirklich Zeit. Theoretisch kann man hier diesen Zyklus ein bisschen verkürzen durch einen sehr schwierigen Sprung und dadurch, bevor diese Felsen rauskommen, auf diese Steinlippe praktisch springen. Spart diesen Zyklus hier. Bedeutet aber auch, dass man die Kisten da hinten nicht mitnimmt. Dadurch kann man so ein bisschen Zeit wieder gut machen, die Kisten da zu zerstören, über die Abschlusscutscene. Unterm Strich ist es natürlich trotzdem Time-Loss. Da
einen doch verhältnismäßig langen Zyklus durchlaufen lassen zu müssen. Und das bedeutet auch hier, an dieser sehr unangenehmen Stelle, sind hier eben drei sich bewegende Plattformen und hier zwei. Und über diesen drei sind sozusagen nochmal so ein Zweier-Ding. Und diese Zyklen sind jetzt sehr schrecklich im Zusammenspiel aufgrund meiner Pace. Das ginge schneller. Ihr seht, ich muss hier sowohl beim Raufspringen auf die drei Plattformen warten, als auch beim Runterspringen von den drei Plattformen warten. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Das geht in der Theorie, wenn man den guten Zyklus kriegt, alles auf Anhieb. So, hier seht ihr, warten, bis der Gecko springt, um ihn dann wegzuspinnen, damit man nicht weggebounced wird. Ganz wichtig. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Es folgt mit Koala Kong ein sehr RNG-basierter Kampf. Theoretisch kann man durch einen sehr nervigen und sehr schweren Trick relativ viel Zeit hier sparen. Das ist aber irgendwie das allerletzte, was ich mir irgendwie antun möchte. Was man stattdessen jetzt macht, ist eben die ersten drei Steine pro Zyklus einfach sofort wegspinnen, weil die dann an dir zerbrechen. Und diesen Stein, den er jetzt wirft, kann man auf ihn zurückschleudern. Das kann man entweder machen, sozusagen in dem Moment, wo er einen treffen würde, oder man kann ihn auf dem Boden landen lassen, wenn gerade beispielsweise ein Minecart vor Koala Kong ist. Und ein bisschen warten, bevor man ihn wegspinnt. Ihr seht, die beiden RNG-Faktoren, die es hier gibt, sind A, wie lange läuft Koala Kong mit diesem Stein rum? Na, er kann wirklich nur ein paar Meter gehen, er kann auch bis zur Mitte und ich glaube sogar drüber hinausgehen. Das bedeutet, wenn er sehr lange rumlatscht, ist es ein Time Loss. Und die Minecarts natürlich. Wenn ein Minecart direkt vor ihm ist, muss ich erstmal warten. So. Bevor ich zurückspinnen kann, weil ansonsten fängt das Minecart eben den Stein ab, den wir auf Koala Kong schmeißen. Das ist sehr, sehr, sehr nervig. Und ihr seht, theoretisch wären 7 Sekunden weniger drin gewesen, wenn wirklich alles mit dem RNG gepasst hätte. Wie gesagt, man kann, glaube ich, ein oder zwei dieser Zyklen skippen mit einem sehr unangenehmen Trick. Das lassen wir aber hier. Das ist zu nervig. Ja, Heavy Machinery. Hier profitieren wir am Anfang davon, dass wir eben zwei Masken mit reinnehmen. Würden wir die Koala Kong Strat machen, würden wir nur mit einer Maske starten. Bedeutet, wir würden hier die Triple Mask nicht haben. Die hilft uns jetzt aber sozusagen ein bisschen. Bei weitem, also die Koala Kong Strat spart sehr viel Zeit. Hier ist es aber jetzt so, ein bisschen können wir durch diese Triple Mask ja, wieder auffangen. Hier nehmen wir die Moving Plattform natürlich nicht mit. Die würde viel zu lange an der Bewegung brauchen. So, und hier ist es eben wirklich flüssig durchzukommen, ist der Key. Wir sind nicht flüssig genug durchgekommen, sodass ich mich nicht getraut habe, über diesen Vent zu springen, bevor der Dampf da rauskommt. Das wäre vielleicht sogar möglich gewesen. Ich möchte da aber keine Maske verlieren. Die Masken brauche ich für andere Stellen in diesem Level. Das bedeutet, ich muss nicht nur vor dem ersten Vent, sondern auch vor dem zweiten, vor dem dritten und vor dem vierten warten. Einen kurzen Augenblick. In der Summe kostet das Zeit. Wenn ich direkt über den ersten hätte drüber springen können, hätte ich über alle anderen auch drüber springen können. So, hier unten möchte ich jetzt die Maske verbrauchen, um über diese beiden Vents zu springen.
So, und jetzt ist was total Dummes passiert. Ich wollte diese Maske mitnehmen, habe diese Maske nicht mitbekommen, habe dann den Gegner in die Kiste geschleudert, um die Maske mitzunehmen. Allerdings habe ich mich dabei von einem Gegner treffen lassen. Das heißt, ich habe eine Maske bekommen, indem ich eine Maske verloren habe. Ansonsten hätte ich an dieser Stelle eine Triple Mask. Was die Sache ein bisschen beschleunigt hätte. Was aber nicht allzu schlimm ist jetzt. Die zweite Maske sozusagen mitzunehmen, ist für Cortex Power gleich eine nette Sache. Ist auch eine nette Sache, um den einen Zyklus mit den ganz vielen Vents, die da gerade hintereinander geschaltet waren, ein bisschen durchlaufen zu lassen, weil wir an der Stelle sonst warten müssten. Und so konnten wir diese Wartezeit eben nutzen, eine Maske aufzusammeln. Was hier jetzt passiert, dadurch, dass wir ein bisschen langsam waren, sind diese Moving Platforms ein bisschen ungünstig. So dass das praktisch der Weg hier runter, wo wir eigentlich hinwollen, etwas versperrt ist. Wir könnten auf dem Weg dorthin theoretisch, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, könnten wir theoretisch diese Rohre alle als Plattform missbrauchen. Wir würden denn hier eine Maske verbrauchen, da drauf springen und eben von diesem Rohr dann wiederum mit den I-Frames hier hin und runter. Sehr rutschige Angelegenheit wieder mal. Ja, hier übrigens die klassische Sache mit den Bounces. So, dass man möglichst wenig in der Luft schweben möchte. Sehr rutschige Sache, deshalb mache ich das nicht. Viele Dinge traue ich mich wirklich nicht, weil ich erstmal möchte, dass die Strategien, die ich bisher fahre, halbwegs konsistent werden. Und das sind sie noch nicht. Das sieht man eindeutig an der doch relativ großen Diskrepanz zwischen Sum of Best und meiner PB, die schlussendlich dann irgendwo bei 1,20 lagen. Also diese Differenz. Cortex Power ist ein Level, wo du wieder zusehen musst, wann sind die Zyklen dieser Zapper? Wie laufen die? So, wir haben jetzt am Anfang die Triple Mask. Hätten wir gerade eben eine Maske verbraucht, würden wir die Triple Mask hier bekommen. Würde sich natürlich dann mit den Zyklen, dann müssten wir am Anfang die Zyklen lernen, durch die wir jetzt einfach durchspringen können mit der Triple Mask. So muss ich mich halt um die Zyklen hier hinten kümmern, weil ich jetzt gleich die Maske verliere. Mit dieser Plattform könnte man auch ein bisschen produktiver umgehen. Das ist aber auch wieder eine Sache, die schwerer ist, als sie aussieht, definitiv. So, hier eine kleine Kurve um diesen fliegenden Gegner, den wir nicht wegmachen können. Und hier, also das Schlimmste eigentlich mit dem Timing. Und wo man halt wirklich sieht, ob man gutes Timing hatte. Moment, das war falsch. Wo war das denn? Ob man gutes Timing hatte durch das Level, sieht man an dieser Stelle. Weil hier, das da. Wir springen ab, bevor uns dieser Sepp treffen kann. Sind praktisch hier in der Mitte, während diese Stromschläge gerade durchgehen. Und sind auf der Höhe dieses Zappers, in dem Moment, wo dieser Stromschlag schon an uns vorbei ist. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Es kann eben funktionieren oder hat jetzt auch funktioniert. Wenn es schief geht, ist es ein kleiner Time-Loss. Sehr ärgerlich. Aber in aller Regel funktioniert das. Cortex Power
kann eben sehr flüssig sein, weil die Zyklen sehr berechenbar sind. Sehr gut berechenbar. Von daher. Ein Level, was relativ einfach zu lernen ist. Auch im Zuge, das wirklich konsistent hinzubekommen. Generator Room ist ein Pain in the Ass für mich. Generator Room ist definitiv eins meiner schwächsten Level. Theoretisch könntest du hier viele Kurven abkürzen. Das mache ich aber nicht, weil ich mich nicht traue. Weil das in den Time Trials brauche ich so ewig, bis ich wirklich einen sauberen Run mit allen Kurvenabkürzen hinbekomme. Theoretisch könnte ich von dieser Plattform direkt auf diese Plattform hier hinten springen. Ist mein Timing scheiße, lande ich irgendwo im Nirgendwo. Ist mein Movement scheiße, kann es sein, dass ich hier auf diesem Ding oben drauf lande und da wirst du irgendwie unter Strom gesetzt aus irgendeinem Grund. Nimmst also Schaden und dadurch, dass du dann auch dein Momentum verlierst, stürzt du danach in den Tod. Das ist ungünstig. Deshalb kürze ich diese Kurve nicht ab. Bedeutet, eine nächste Sache, die ich mache, die eigentlich ein bisschen dumm ist, mir aber ein bisschen Sicherheit gibt, diese Triple Mask mitnehmen. Das Problem ist, dadurch, dass wir hier viel springen müssen und springen mit der Triple Mask viel langsamer ist als das Laufen und keinen zeitlichen Vorteil gibt zum Springen ohne Triple Mask, wir allerdings durch die Aufnahmeanimation ein bisschen ausgebremst werden, sind die Zyklen hier mit den bewegenden Plattformen. Ich muss an vielen Stellen kurz warten, hier auf der zweiten und auf der dritten Plattform, muss ich kurz warten. Und das kostet Zeit. So, theoretisch könnte ich hier übrigens das wieder ein bisschen schneller machen, indem ich nicht warte, bis diese Plattform bei mir ist, sondern auf die Plattform springen und hier hinten von hier auf die Plattform, die sich gerade bewegt, auf die Plattform da hinten. So, stattdessen warte ich und gehe ganz gesittet, wie das Spiel das eigentlich möchte, da drauf. Hier die einzige Kurve, die ich abkürze, weil die sehr einfach ist. Auch lustig, ich warte, bis sich die Plattform anfängt zu bewegen, weil ich hier schon mal verreckt bin. Theoretisch muss man das aber nicht. Wenn man den Sprung gut timet, kann man, ohne dass sich diese Plattform bewegt, von der auf die draufspringen. Wenn man gut ist, kann man entweder den Gegner oder den Gegner, der hier hinten kreist, in diese drei Kisten schleudern. Spart ein bisschen Zeit. Ich glaube, das könnte sogar sein, dass mir das da gelungen ist. Und auch hier, theoretisch kannst du wieder Kurven abkürzen. Theoretisch könntest du auf dieses rote Rohr springen, eine Maske sozusagen opfern, um von hier direkt hier hinspringen zu können. Ist allerdings wieder sehr slippery. So, hier geht's dann wieder ums Timing. Ab wann kann ich hier auf diese Plattform hüpfen? Wann bin ich nah genug dran? Es geht um Sekundenbruchteile und Sekundenbruchteile sind noch nicht das, was mich interessiert. Es sind größere Timesaves, die relevant wären. Toxic Waste ist ein, ja, wieder ein Level, was so ein bisschen vergleichbar ist mit Cortex Power vielleicht. Man kommt relativ schnell durch. Na, wir starten, dadurch, dass wir jetzt eben zwei Masken haben, starten wir hier mit einer Triple Mask. Und wir wollen möglichst viele Kisten zerstören, weil die meisten Kisten relativ easy sind zu bekommen. Ihr seht, wir müssen trotzdem über die Fässer drüber springen. Durch die Fässer phasen wir mit der Maske nicht durch. Das ist ein bisschen lästig. Ansonsten ist das Level halt wirklich straightforward. Eine Sache, die ich nicht mache, die man aber machen könnte, es kommen jetzt gleich diese Bouncy-Fässer, genau. Und statt hier kurz zu warten, was selbstredend Zeit kostet, könnte ich einen Bogen um diese Fässer machen.
Ich nutze lieber die Wartestrategie, weil die halt wieder sicherer ist. Es ist ein sich rantasten. Gerade hier fällt es auf. Und es sind halt Sekundenbruchteile und um die geht es nicht. Ich habe viel größere Probleme in diesen Run, als mir um sowas einen Kopf zu machen. Das ist die wichtige Erkenntnis und die große, 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 wichtige Differenz zu Leuten, die wirklich, also PBs in deutlich anderen Zeiten haben, die deutlich mehr ihren Run schon perfektioniert haben. Das darf man, und das machen leider zu viele, das darf man nicht verwechseln. Man darf diesen Run in keinster Weise, da sind 4 Minuten zwischen dem Run und dem Weltrekord, in keinster Weise mit irgendwas in der Größenordnung vergleichen. Nicht mal mit den Top 10 oder sowas. Also das funktioniert nicht. Pinstripe. Und bei Pinstripe haben wir jetzt eine Sache gemacht. Es gibt noch eine andere Taktik, die ein bisschen komplizierter ist. Wir haben Pinstripe in seinem ersten Movement-Pattern, wo er hier vorne rumhüpft, haben wir ihn einmal ziehen lassen, ohne ihn zu schlagen. Das war ganz, ganz convenient, weil wir ihn jetzt schon in der zweiten Phase haben, wo er eben nicht von links nach rechts springen und dabei getroffen werden kann beim Nachladen, sondern er hat hier irgendwie Ladehemmung in der Ecke. Und in dem Moment kann er gehittet werden. So, das ist sozusagen die zweite Phase. Wenn er jetzt in diese zweite Phase kommt und wir ihn von Anfang an jedes Mal gehittet hätten, dann würde er bei diesem Phasenwechsel hier rechts stehen. Würde hier rechts aber keine Ladehemmung bekommen, sondern würde über den Tisch springen, hier in die Ecke. Und dann hier seinen Zyklus machen und dann erst Ladehemmung kriegen. Und das dauert. Deshalb machen wir das ein wenig anders und lassen ihn einmal vorbeiziehen, damit er seine Ladehemmungsphase direkt schon links startet und dieses etwas nervigere Movement-Pattern, was eben jetzt hier sichtbar ist, einmal weniger macht. So, was wir jetzt machen können, jetzt hat er eben oben auf dem Tisch seine Ladehemmung. Wir können, ohne zu springen, können wir ihn hitten, während er uns da unten eben nicht hitten kann, wenn wir hinter dem Tisch stehen. Das ist sehr, sehr schön, sehr praktisch. Dieser Bosskampf ist letzten Endes recht easy. Da ist nicht viel zu sagen, denke ich. High Road. Bei High Road gilt 1:1 das, was ich zu Road to Nowhere gesagt habe. Ich spiele das Level nicht anders. Ja. Ich gehe diesen etwas langsameren, aber deutlich sichereren Weg, strategisch gesehen. Und gerade hier ist eben diese Seilstrat noch viel wichtiger. Road to Nowhere kann man theoretisch mit gleicher Geschwindigkeit viel über die normale Brücke spielen. Hier sind aber viele von diesen Schildkröten, über die man bouncen soll. An der Stelle beispielsweise. Und das, wie gesagt, kostet Zeit. Deshalb ist diese Seilstrat hier absolut elementar. So, was ich hier mache, weil es mich stört. Ist, statt wie ich es ansonsten vielleicht machen würde, einmal zur Lagekorrektur. Zumal ich hier wirklich gerade ziemlich beschissen stehe auf dem Seil, einmal in die Mitte zu springen und von da aus wieder zurück auf das Seil, was hier hinten dann eben startet. Weil ich hier wenig Platz habe, um Anlauf zu nehmen,
Plus, dass hier die Schildkröte ist und wenn du darauf landest versehentlich und hochgebounced wirst, ist sowieso alles vorbei. Versuche ich eben von diesem Holzflock auf den anderen Holzflock auf das Seil zu springen. Und das ist sehr slippery, dieser Sprung. Gerade mit einer bescheidenen Lage schon beim Absprung. Hat hier aber gerade so funktioniert. Hat mir den ein oder anderen Herzinfarkt gegeben. Aber so funktioniert dieses Spiel. Es ist sehr viel Panik damit verbunden. Und das Wichtige ist, das ganz, ganz, ganz Wichtige. Wir möchten nach Slippery Climb mindestens eine, eigentlich zwei Masken mitnehmen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich in High Road sterbe oder irgendwo in diesem Abschnitt eine Maske verliere, ist es, also eine Maske verlieren ist ein Time Loss, beide Masken zu verlieren, damit ist der Run tot. Und den Grund seht ihr jetzt. So, die Maske, die wir verlieren können, wenn wir denn unbedingt müssen. So, hier erstmal wichtig, wirklich straightforward, absolut perfektes Timing. Die eine Maske benutzen wir hier. Um ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubringen, um bessere Zyklen auch später zu erwischen. Na, wieder ein kleiner Timesave, der in späterer sich bei weiteren Zyklen zu einem größeren Timesave aufbaut. Wir springen von dieser Plattform auf diese Stacheln, um hier zwar eine Maske zu verlieren, aber die als Plattform zu missbrauchen, um schneller hier auf die Plattform zu kommen. Hat den Grund, dass wir diesen Zyklus erreichen. Und zwar in dem ersten Moment, wo wir ihn erreichen können. Und damit erreichen wir auch diesen Zyklus und kommen hier auf diese Plattform. Und das ist sozusagen alle drei Zyklen hintereinander perfekt zu bekommen, ist ein riesiger Timesave. Auch hier, wir müssen wirklich in dieser unteren Ebene nirgendwo warten. Und das ist tatsächlich auch der Grund, das ist das erste Mal, dass mir das in einem Run gelungen ist. Und das ist der Grund, weshalb dieses Level auch goldet am Ende. Wenn dieser erste Trick schief geht, ist das kein Weltuntergang. Das sind ein paar Sekündchen, das ist doof, aber es ist kein Weltuntergang. Der Trick, der jetzt folgt, ist das Dümmste, was ich in diesem gesamten Run mache. Und es funktioniert so. Ich springe von dieser Plattform auf diesen Vogel, um dann hier oben gegen Stacheln zu springen. Hinter die Stacheln hake ich mich praktisch so ein bisschen hinter und spamme meinen Sprungknopf. Dadurch, dass ich da irgendwie trotzdem festhake, baue ich ein bisschen Momentum auf, um dann mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit hochkatapultiert zu werden. So. Dabei muss ich auswendig lernen, welchen Weg ich gehe. Wenn ich zu lange hinter irgendwelchen sich bewegenden Plattformen oder hinter irgendwelchen Treppen oder sonst was hinterhake, verliere ich zu viel Momentum und schaffe es nicht, wie jetzt, hier oben auf diese Mauer zu springen. Praktischerweise und überhaupt erst möglich gemacht wird es dadurch, dass Stacheln, die beispielsweise hier eigentlich wären, durch den Hyperjump, wie er heißt, gar nicht erst spawnen. Ansonsten wären hier jetzt Stacheln und die würden auch auf diesem ganzen Weg sehr viel blocken. Aus irgendeinem Grund sind sie nicht da. Das ist immer so. Das ist keine Glückssache. Das ist einfach ein Faktum. Was jetzt passiert, ist, dass ich auf der Mauer oben drauflaufe. Die Kamera kommt dabei aber nicht mit. Das bedeutet, ich muss mir einen Audiohinweis nehmen. In dem Fall sind es Gefangene, die schreien, wenn man bei ihnen in die Nähe kommt. Sobald ich die höre, ich springe oben auf der Mauer, mache ich diese Jump-Strategie, um schneller vorwärts zu kommen und um zählen zu können. Ich zähle die Sprünge. Und ab den Gefangenen sind es 30 Sprünge, die ich machen muss,
um auf Höhe des Ziels zu kommen, um an der Stelle dann von der Mauer runterzugehen. Das Praktische ist, dass die Mauer praktisch auf den Kopfseiten oder auf der Kopfseite zumindest beim Ziel, da ist eine unsichtbare Wand hinter. Das heißt, zu lang, zu weit kannst du nicht kommen. Wenn du allerdings nicht weit genug warst und dann von der Mauer sozusagen nach vorne runterfallen willst, um ins Ziel reinzufallen, ja, dann fällst du halt im Zweifelsfall in den Tod oder du landest schon auf irgendeiner Plattform, weißt aber nicht, auf welcher Plattform du gerade bist, wo du hinspringen musst und so weiter. Das heißt, du möchtest direkt im Ziel landen, um nicht irgendwie blind Plattforming betreiben zu müssen, weil das verlierst du. Lights out. Lights out hat keine großen Strats. Es ist sehr straightforward mal wieder. Zwei Dinge gibt es, die ich nicht mache. Das erste ist, so ein bisschen in die Kulisse links und rechts zu springen, statt sich nur mit diesen Moving Platforms zu bewegen. Das würde ein bisschen Zeit sparen, weil man hier links und rechts eben durch die Gegend springen kann. Das würde auch ja, verhindern, dass ich an einer Stelle so einen Augenblick warten muss, was doch sehr viel Zeit kostet. Weil da ohne diese Strategie schnell genug zu sein, um an der Stelle, das sind Pendel, denen man dann ausweichen würde. Das ist ein bisschen lästig. Und dementsprechend, das erklärt die 2-3 Sekunden, die ich hier im Vergleich zu meinem Best-Segment immer verliere. Zweite Strategie wäre, man kann den Zyklus, wie diese Ratten hier laufen, ein bisschen manipulieren. Könnte es so hindeichseln, dass diese Ratte früher hier vorne abstürzt. Und in dem Moment, wo sie abstürzt, springst du auf sie drauf. Und muss dementsprechend nicht die komplette Zeit auf der Moving-Plattform warten, sondern kannst über die Maus auf die Plattform hier hinten springen, was wieder ein bisschen Zeit spart. Das wäre möglich. So, und jetzt kommen eben diese Pendel und an der einen Stelle gleich warte ich aus Sicherheitsgründen, weil mir das schon zu oft zum Verhängnis geworden ist, hier nämlich, dass ich gerade eben so nicht schnell genug war. So, dadurch muss ich auch an der folgenden Stelle eben warten und habe praktisch zwei halbe Pendelzyklen ja, verspielt. Und das übersetzt sich eben in diese 2 Sekunden in dem Fall jetzt, die ich als Time Loss habe. Wir kommen ins zweite Tempel-Level und das vorletzte normale Level, Jaws of Darkness. Jaws of Darkness würde wieder viel davon profitieren, Ecken abzukürzen. Hier beispielsweise hätte ich statt 2 Sprünge einen Sprung benutzen können auf diesen ja, kreisförmigen, sich kreisförmig bewegenden Säulen. Ich könnte an einigen Stellen die Feuerschalen Damage abusen. Ja, man könnte sich eine der Feuerschalen nehmen, weil eine Maske, die wollen wir behalten. Aber man könnte sich beispielsweise die jetzt gleich folgende Feuerschale nehmen, da eine Maske verbrauchen, um ein bisschen schneller durch die Gegend zu hüpfen, um ein paar andere Zyklen auch zu skippen. Man könnte hier diese Ecke abkürzen, wie gesagt. Wichtig an dieser Stelle, das ist da verrecken viele dran, dauerhaft. Es ist wichtig, hier immer die gleiche Pace zu haben, um hier zu wissen, in welchem Takt, mit welcher Positionierung ich hier auf welche Säule springe.
Die Tiefenwahrnehmung an dieser Stelle ist schrecklich. Ich bin dazu doof für jedenfalls. So, das heißt, diese Stelle muss auswendig gelernt sein und wir müssen immer zum gleichen Zeitpunkt an dieser Stelle landen, damit das in irgendeiner Form Sinn ergibt. Da mitzuspielen. So, also, wenn du da erstmal wirklich nachdenken musst mit der Tiefenwahrnehmung und sonst was und nicht dich auf dein Muscle Memory verlassen kannst, dann ist vorbei. Da gewinnst du nix. Ja, und der Rest des Levels, wie gesagt, straightforward. Ecken abkürzen und so würde ein bisschen Zeit sparen. Würde, so wie ich das sehe, sogar ein bisschen mehr Zeit sparen, als man so denken würde. Jaws auf jeden Fall ein relativ schwaches Level von mir. Aber gerade so spät im Run ist es mir halt aus rein Motivationsgründen wichtig, dass es konsistent läuft. Castle Machinery. Ist das Level, was wir überspringen. Durch den grünen Edelstein. Ihr seht, hier verkacke ich diese Strategie einmal. Wir wollen die Moving-Plattform nach unten nicht benutzen. Wir wollen die auf die Art und Weise, wie wir es gerade gesehen haben, überspringen. Das spart eine Sekunde. Dadurch, dass ich es verkackt habe, spart es die Sekunde nicht. Na. Brio. Muss ich sagen, mein liebster Bosskampf. Er kann sehr frustrierend sein. Wenn man aber das hinbekommt, was man hinbekommen möchte, kann es sehr gut, sehr, sehr befriedigend sein. So, das Erste, was man macht, man stellt sich hier vorne in die Ecke. Einige stehen hier ganz hinten in der Ecke. Aus irgendeinem Grund werde ich da bisweilen gehittet. Das stört mich ein bisschen. Deshalb stehe ich hier ein bisschen weiter vorne an diesem Tor. Grund dafür ist, dass er seine grünen Blobs dann nicht irgendwo im Raum verteilt, sondern direkt hier vorne an ihm dran, wo wir dann direkt draufspringen können und von einem Blob auf den anderen. Das ist die erste Sache. Steht da vorne, damit die Blobs richtig landen. Die zweite Sache folgt jetzt. In dem Moment, wo nachdem er die lilanen Tränke, in dem Fall ist es jetzt nur einer, gleich werden es mehrere, sobald er die erwischt hat und den lilanen Trank wieder in der Hand hat, möchten wir an ihn rangehen, um diese Klatsch-Animation, sag ich mal, auszulösen. Dadurch überspringen wir eine Animation, wo er die Tränke hin und her mischt. Wenn wir das in diesem Moment auslösen. Und das spart einiges an Zeit. Das machen wir jetzt gleich noch einmal. Da ist das Timing wichtig. Wenn wir es zu früh oder zu spät machen, kostet es Zeit, statt welche zu sparen. Hier funktioniert das Timing aber sehr gut. Wie gesagt, ich habe mich immer so ein bisschen daran orientiert, wann er eben den lilanen Trank wieder in der Hand hat. So, in dieser Phase, wo er drei Blobs hinschleudert, kann es manchmal sein, dass der dritte Trank sehr unglücklich fliegt und man, wenn man da nicht aufpasst, was mir gerne passiert, einen Hit einsteckt. Deshalb gehe ich hier gerne mit zwei Masken rein, weil ich eine gleich noch für was anderes brauche. So. In dem Moment, wo die Hin- und Herschütt-Animation schneller wird, ist der Moment, wo wir an Brio rantreten können. Wir wollen möglichst nah an ihn ran, so sehr es geht, um mit dem richtigen Timing abzuspringen, um, wenn er in seine Hulk-Phase geht, auf seinem Kopf zu landen. Das funktioniert jetzt leider nicht, hat ihm aber trotzdem Schaden gemacht. Kann passieren, kann nicht passieren.
So, stattdessen müssen wir jetzt eben von dem ersten Brocken, der hier runterfällt, auf seinen Kopf springen und hier oben auch stehen bleiben. Weil in dem Moment, wo der erste Fels oder der nächste Felsbrocken runterfällt, existiert seine Hitbox wieder auf seinem Kopf. Und weil wir schon oben drauf stehen, treffen wir die Hitbox sofort. Dadurch gibt es übrigens auch einen kleinen Glitch, grafisch, dass er eben, ansonsten würde er die Wand hinten rausreißen. Das spart Zeit, wenn alles rund läuft, weil wir eben nicht von diesen Brocken auf seinen Kopf springen müssen, wo wir erstmal warten müssen, dass er nah an den Brocken rantritt. Sondern was passiert ist, dass wir statt dreimal über den Brocken zu springen, nullmal über den Brocken springen, beziehungsweise in diesem Fall jetzt einmal. Und das ist Geschwindigkeit. The Lab. The Lab ist ein potenzieller Endgegner. Hier kann ganz viel schief gehen. Wichtig ist wirklich, immer die Line zu fahren. Hier, um diese Lab Assistance so eine kleine Kurve zu springen. Und nicht stehen zu bleiben, außer wenn ihr wisst, wie an dieser Stelle hier, dass es die sicherere Variante ist oder ähnliches. Oder es einfach notwendig ist. Diesen Lab Assistant habe ich hier hinten um diese Ausrufezeichenkiste waren TNT-Kisten. Und in diese TNT-Kisten habe ich ihn reingeschleudert. Dadurch löst die Ausrufezeichenkiste aus. Wir müssen nicht den Countdown der Kisten abwarten. Dieses Tor ist bereits offen. Wir halten es gerne offen damit. Dadurch, dass ich da nochmal draufhaue auf diese Ausrufezeichenkiste, das ist ja, eine Art Sicherheit. So, ansonsten gilt halt, lernt, wo mit eurer Pace welche Zyklen sich gerade befinden. Diese Falltür hier praktisch, also da weiß ich immer, bei der Geschwindigkeit, die ich in diesem Level habe, ist sie immer offen in dem Moment, wo ich hier komme. Deshalb muss ich einmal kurz in die Kulisse springen, um zwar an dem Zapping-Tor schon vorbei zu sein, aber nicht direkt hier in den Tod zu fallen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für mich gewesen. So, hier das Warten ist aus Sicherheitsgründen. Auch hier kann man theoretisch in die Kulisse irgendwo springen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Hätte, hätte Fahrradkette. The Lab hier übrigens sehr gut gelaufen, aus irgendwelchen Gründen. Das hat auf jeden Fall alles einen Run, der etwas schrecklich lief, durch diese Temple Ruins Geschichte. Hat ihm sehr geholfen. So, Great Hall. Man kennt es, Great Hall ist für das 100% Ende da. Das juckt uns in AnyPercent selbstredend nicht. Und Cortex ist ein sehr dankbarer Finalboss. Warum ist das so? Cortex macht immer das gleiche Muster. Er macht nie irgendwas, was man nicht kennt. Man weiß genau, wo er hinschießt. Die lilanen Bobbel schießt er immer auf uns. Die grünen Bobbel schießt er immer an genau die gleiche Stelle. Die blauen, die hier von links nach rechts und rechts nach links über den Bildschirm fahren, kommen immer im gleichen Takt an der gleichen Stelle. Man muss aufpassen, man könnte die grünen Blobs ein bisschen früher zurückschleudern, indem man sich auf diesem Luftschiff, auf dem wir uns befinden, ein bisschen mehr in Cortex-Richtung bewegt. Wenn man zu nah oder zu weit in diese Richtung läuft,
fällt man allerdings vom Luftschiff runter. Links und rechts können wir vom Luftschiff nicht runterfallen, allerdings vorne und hinten. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wenn man sozusagen von Cortex wegläuft in die Richtung, ob man da runterfallen kann. Aber wenn man zu weit in Richtung Cortex läuft, kann man auf jeden Fall runterfallen. Deshalb bleibe ich immer auf der Ebene praktisch stehen, wo wir sowieso auch schon spawnen. Ja, und damit ist der Run geschafft. Was nehmen wir aus der ganzen Sache mit? Generelles Problem ist, dass ich an vielen Stellen eben safe spiele. Was allerdings durch diese Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zyklen zu größeren Problemen führt. Größeren Time Losses. Das bedeutet, ich muss zwar an sehr vielen Stellen Micromanagement dann machen, die für sich genommen immer nur relativ wenig Zeit sparen, aber es wäre eben lohnenswert. Und ansonsten consistent, consistent, consistent. Darum geht es. Dass dieser Run, ja, stabil läuft und nicht diese, ja, 1,24 ist zwischen meinem Sum of Best und meiner PB. So. Also es ist tatsächlich an vielen Stellen noch ein bisschen Arbeit, ein bisschen dieses Corner-Cutting machen, die eine oder andere Strat, dass die regelmäßiger läuft und ja, nicht in Temple Ruins sterben und eine halbe Minute Zeit verlieren. Das ist vielleicht das Wichtigste für den nächsten PB-Versuch, der demnächst starten wird. Ich gehe jetzt, so ist der Plan, ins D-Rust, wie man so schön sagt, und versuche Crash 1 wieder ein bisschen mehr zu spielen. Und vielleicht die ein oder andere neue PB zu erreichen. Das war ja meine Analyse zu dem, was ich hier so getrieben habe. Es ist sehr lange her, dieser Run ist jetzt fast 4 Monate alt, glaube ich. 3,5. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mehr verstehen, was ich hier tue. Ich wollte ein bisschen, ja, den Spagat machen zwischen nicht zu viel erklären, nicht zu viel Pause machen vom Gameplay im Hintergrund. Ja, und eben trotzdem einen Einblick in das Wichtige zu geben. Eine detailreichere Analyse hätte sicherlich irgendwie die 2-Stunden-Marke geknackt oder so und ich glaube, das ist dann auch nicht mehr wirklich interessant. Mal gucken, wo es hiermit noch hingeht. Wir werden sehen. In dem Sinne wünsche ich allen, die es bis hierhin durchgehalten haben, noch einen schönen Tag. Ne? Fangt selber das Speedrunning an oder eben auch nicht oder keine Ahnung, was ihr vorhabt. Und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst live. Im Stream. Auch vielleicht zu Crash Bandicoot oder irgendwas anderem. In dem Sinne. Bis denn.